You know, Taliban are against women, against their right of to have a job, and against their freedom. This is Zainab Farahmand. I'm a journalist, and when Kabul fell, I was evacuated with the German government here. Reporter ohne Grenzen setzt sich weltweit für Informationsfreiheit ein. Deshalb hat uns Afghanistan so sehr beschäftigt. Nach der Machtübernahme der Taliban sind Journalistinnen und Journalisten dort massiv gefährdet. Deshalb bleibt ihnen oft nur als einziger Ausweg die Ausreise. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung auch für uns als Organisation. Wir zeigen im Fotobuch die Bilder der Fotografin Johanna Maria Fritz. Sie war sehr häufig in Afghanistan in den letzten Jahren und auch erst kürzlich nach der Machtübernahme der Taliban. Sie berichtet sehr interessant von den Veränderungen und dokumentiert, dass die Menschen doch inzwischen sehr angespannt und verängstigt sind. Ich als westliche Journalistin kann natürlich immer weggehen, wann immer ich will, aber afghanische Journalisten können es nicht, das sind zu Hause. Die Familien sind auch dort. Wenn sie weggehen, kann es auch Konsequenzen für ihre Familien haben. Und es gibt aber natürlich immer noch sehr mutige Journalisten wie Sarah Nabi und viele andere, die trotzdem weiterarbeiten und mutig ihre Arbeit machen, aber immer mit der Gefahr, dass sie entführt werden können, weil fast alle, die ich kenne, Drohungen erhalten, in Papierform, übers Telefon, wie auch immer. Reporter ohne Grenzen finanziert seine Arbeit vor allem über Spenden, aber eben auch über den Verkauf des Fotobuchs. Es erscheint einmal im Jahr am 3. Mai zum Tag der Pressefreiheit und dokumentiert die Lage in verschiedenen Ländern. Eine Fotoreportage widmet sich den Kriegsereignissen in Äthiopien. Sie zeigt Bilder von einem riesigen Treck äthiopischer Soldaten, die gefangen genommen wurden, von den Rebellen in der Region Tigray und von ihnen gepeinigt werden. Auch die Pressefreiheit geriet in Äthiopien im Krieg sehr stark unter Druck. Bitte unterstützt uns mit einer Spende bei dieser Start Next-Kampagne. Sie hilft uns dabei, die Druckkosten für das Fotobuch zu finanzieren. Aber mit eurer Hilfe können wir eben auch Journalistinnen und Journalisten weltweit unterstützen.